Sorgt doch mal dafür, dass der Friedrich Merz zur FDP kommt. Ja, ja, der Friedrich Merz kandidiert da jetzt gerade für die CDU für den Bundestag. Nach meiner Überzeugung ist in Deutschland die Zeit reif für eine andere Kapital-, eine andere Aktienmarktkultur. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das, was du gerade vorgetragen hast, ist 1:1 mein Text. Olaf Scholz hat ja gesagt, dass er sein privates Geld aufs Sparbuch legt. Und vielleicht kann man sich darüber auch ein Bild machen, über wie weit man ihm vertrauen will in diesen Finanzfragen. Auch für den jeweiligen sozusagen eingespart werden und nicht, dass dann noch Gesellschaft XY, Ausgabeaufschlag und TER und was auch immer alles noch so mitveranlagt, weil dann hat man auch nicht mehr wirklich was davon, oder? Wenn ich sehe, wie viel jüngere Menschen jetzt bei einem Neo-Trader ein Depot eröffnet haben und deshalb ein ganz anderes Bewusstsein bekommen haben für die, wie soll ich sagen, für die Möglichkeit, sich selber auch Unabhängigkeit zu erarbeiten, da zu investieren, das finde ich das ganz großartig und das ist eine große Chance beim Hartz-IV-Empfänger. Wenn du neben Hartz IV einen Minijob hast und über 100 Euro dazu verdienst, gibst du von jedem zusätzlich verdienten Euro 80 Cent ab. Das muss weniger werden, damit auch bei Hartz IV sich eine Stunde mehr Arbeit wirklich rentiert.